95% der Schweizer Bevölkerung hat die Möglichkeit, Glas an einer offiziellen Sammelstelle zurückzugeben und eine Mehrheit beteiligt sich aktiv an dem gut funktionierenden Recycling. Zusammen mit den Lieferanten hat Coop darum auch bei den Getränkedosen nach einer umweltverträglicheren Lösung gesucht. Trotz beträchtlicher Produktions- und Transportproblemen ist es gelungen, die Getränkedosen durch Recycling-Glasfläschchen zu ersetzen. Und die liebe Coop-Kunde hat durch eure Bereitschaft zum Umstellen dafür gesorgt, dass die Getränkedosen heute aus unserem Sortiment verschwunden sind. Besten Dank fürs Mitmachen. Coop setzt sich aber auch auf andere Gebiete für den Umweltschutz ein. Die informative Broschüre, die Sie bei Coop beziehen können, zeigt, wie man zum Beispiel kann Energie sparen, wie man kann Gewässer schonen kann, wie man Küchenabfall am besten sortiert und wie man mit altem Öl, Chemikalien oder verbrauchten Batterien muss umgehen. Mit diesen praktischen Symbolen sind die meisten Packungen von Coop bezeichnet. Sie sehen also jederzeit, ob Sie eine Packung problemlos einem Kehricht übergeben können, ob es für die Glassammelstelle bestimmt ist, ob Sie es im Laden zurückgeben können oder ob es sich sogar kompostieren lässt. Weitere Umwelttipps finden Sie in der Broschüre, die Sie bei dieser Adresse beziehen können. Guten Abend miteinander. Das Rezept, das ich Ihnen heute zeigen möchte, gibt nicht viel zu tun und ist erst noch günstig. Es braucht für 4 Personen 600 Gramm Schweinsvoressen. Das Fleisch habe ich hier mit Rüebli, einer besteckten Zwiebeln und einem Schweinsfuss sehr gut angebraten und aus der Pfanne genommen. Jetzt kommt ein bisschen Mehl in den Brotfond. Und das Mehl gut anrösten und dann mit Weisswein und Wasser ablöschen. Noch aufkochen, würzen und dann das ganze Fleisch wieder in die Pfanne zurückgeben. Zudeckt das Gericht 40 bis 50 Minuten. Schmoren. Am besten passt zu diesem Schweinsvoressen Herdöpfelstock und Riebli. Ich wünsche einen guten. Coop offeriert Ihnen Gerberfondue fixfertig für nur 97 statt 99. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Kochbutter 250 Gramm statt 3,65 nur 3,20. Coop Mineralwasser 12 Liter statt 6 nur 4 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Kilo Bananen für nur 1,40. Auf Wiedersehen!